steigen wir ein. Post vom Erdmännchen. Das heißt, ich habe. So. Ich habe mir eine Literaturvorlage rausgesucht, Post vom Erdmännchen. Und anhand dieser Literaturvorlage versuche ich mal eine digitale Unterrichtsreihenplanung aufzuzeigen, wie man von Anfang an bis zum Ende im Prinzip immer wieder digitale Medien und insbesondere iPads wunderbar mit einbeziehen kann, um eine Unterrichtsreihe damit zu gestalten. Natürlich ist Post vom Erdmännchen eher für das Grundschulalter gedacht. Das Prinzip dieser Reihenplanung jedoch kann natürlich auch auf alle anderen Schulformen angewendet werden, wobei dann natürlich die Inhalte variieren oder ja natürlich die Differenzierung in dem, was die Schüler schon leisten können und was sie vielleicht noch nicht leisten können. Ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin insgesamt 15 Jahre lang im Schuldienst gewesen, zunächst an einer Realschule und dann an einem Gymnasium in Hamm. Habe dann mehrere Jahre als Medienberater schon gearbeitet. Das bedeutet, stundenweise wird man dann sozusagen, nee, abgestellt, klingt schlecht. Auf jeden Fall hat man dann 5 Medienberatungsstunden, in denen man schon andere Schulen und den Schulträger beraten kann, welche Medienausstattungen für den Unterricht sinnvoll sind. Dann habe ich tatsächlich gewechselt in den städtischen Dienst. Das heißt, ich habe die Schüler gegen die Lehrer getauscht. Beides macht mir total viel Spaß und auf jeden Fall bleibe ich so der Schule auch verbunden. Ja, ich bin Apple Professional Learning Specialist. Das heißt, ich habe mich nochmal intensiv mit mehreren Möglichkeiten der iPads und Macs im Lernkontext, im Bildungskontext auseinandergesetzt. Und meine Unterrichtsfächer und natürlich auch weiterhin persönlichen Schwerpunkte sind Musik und Sport. So, das ist die Literaturvorlage, die wir hier sehen, um die es heute geht. Das heißt, das gibt es in klein, das gibt es in groß. Ein ganz tolles Buch mit vielen Postkarten noch drin. Anhand dessen möchte ich jetzt gerne vorstellen, wie so eine Reihenplanung aussehen kann. So, das Erste, was wir natürlich machen können, ist eine Abfrage des Vorwissens. Vielleicht auch nicht unbedingt zum Post vom Erdmännchen, sondern vielleicht auch zu Erdmännchen einfach ganz allgemein. Je nachdem, wie fit die Schüler schon sind oder wie alt die Schüler sind, wie viel mediale Vorerfahrung haben, kann ich das natürlich erstmal als Lehrer machen und digital präsentieren. Oder aber ich kann das natürlich auch in die Schülerhände legen und die Schüler schon mal einen ganzen Teil mitmachen lassen. Wir gehen das gleich alles mal einmal durch. Da können wir entweder zum Beispiel Simple Mind verwenden, um ein Mindmap aufzustellen und das zu präsentieren über einen Beamer, über einen Fernseher, wie auch immer. Oder aber ich lege das schon mehr in die Schülerhände und benutze ein Padlet, wo die Schüler selbst ihre Eintragungen dann machen können. Dann wäre der zweite Schritt, dass die Schüler sich natürlich mit dem Buch, also ganz analog wirklich auch auseinandersetzen, das Buch gemeinsam zum Beispiel mit der Lehrkraft lesen oder abschnittsweise, je nachdem, wie diese Literaturvorlage analog erstmal erfasst und erarbeitet werden soll. Jetzt kommt allerdings schon wieder an der Stelle dann das iPad mit rein. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir dann anschließend auf Basis des Buchs oder der Buchvorlage Standbilder erstellen können zu den jeweiligen Szenen, Doppelseiten, Abschnitten, je nachdem, was die Literatur so hergibt. Das heißt, die Schüler fotografieren sich selbst vor einem Greenscreen-Hintergrund, den sie dann entsprechend der Szenerie gewählt haben und haben dort dann auch noch mehrere Möglichkeiten, das Ganze auszugestalten, sowohl künstlerisch, also zum Beispiel durch Hineinzeichnen, als auch verbal, indem sie dann die Inhalte dort auch nochmal wiedergeben. Wenn man das in arbeitsteiliger Form macht, zeige ich auch gleich auf, hat man den Vorteil, dass dann hinterher eine ganze komplette Keynote nur von dieser Lerngruppe entsteht. Das heißt, alle zusammen haben im Prinzip an einem einzigen Medienprodukt gearbeitet, was hinterher oder
während des Unterrichts dann entsteht. Das finde ich immer total super, auch vor dem Hintergrund, dass dann alle sozusagen an einem Strang ziehen und alle ihren Teil zum Gelingen des ganzen Produkts beitragen. Das nächste wäre dann, dass man sich natürlich nicht nur mit dem Buch auseinandersetzen kann, sondern man kann sich dann natürlich bei der Gelegenheit, könnten wir jetzt vom Deutschunterricht in den Sachunterricht switchen und man könnte dann zum Beispiel sich mit den Hintergründen überhaupt zu Erdmännchen auseinandersetzen. Was sind das überhaupt für Tiere? Wo leben sie? Welche Feinde haben sie? Wovon ernähren sie sich? Wie sieht der Alltag von den Erdmännchen aus? Und können dazu dann wieder ein gemeinsames Medienprodukt erstellen, in dem sich die Gruppen arbeitsteilig mit diesen unterschiedlichen Aspekten beschäftigen und diese dann in einem Pages-Dokument zusammenstellen. So, und dann anschließend geht es darum, dass wir in Biparcours einen digitalen Test durchführen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssen dann auf die gemeinsamen Medienprodukte zurückgreifen, um das Fachwissen dann auch in dem Biparcours zeigen zu können. Das kann ich natürlich locker oder auch ein bisschen strikter, das kann ich auch als Gruppenarbeit durchführen lassen, je nachdem, wie ich das möchte. So, und diese Dinge würde ich jetzt gerne einmal vorstellen. Doch bevor wir dazu kommen, zeige ich nochmal meine absolute Lieblingsfolie, mit der ich hoffe, dass ich vielen auch so ein bisschen die Angst vor der Komplexität nehmen kann. Denn der digitale Dreischritt sieht eigentlich immer, immer gleich aus. Egal, was ich mit digitalen Medien, mit iPads, mit Computern mache, grundsätzlich geht es erstmal darum, dass ich etwas neu erstellen möchte. Meist funktioniert das tatsächlich auch über das Plus. Ich füge etwas neu hinzu, füge etwas ein. Meistens ist es tatsächlich das Plus. Das Zweite ist, dass ich dieses, was hinzugefügte oder die neue Datei, die ich erstellt habe, dann im zweiten Schritt bearbeite und im dritten Schritt teile oder exportiere oder einfach an einer anderen Stelle weitermache. Ich füge demselben Dokument etwas Neues hinzu, ich bearbeite es wieder und dann anschließend teile ich es oder exportiere es zum Beispiel dann wirklich auch fertig für die Schülerinnen und Schüler. Und mehr ist es im Prinzip nicht. Das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte. Okay, an dieser Stelle gehe ich dann tatsächlich auch mal aus der Präsentation raus und wir starten mal mit der ersten Möglichkeit, wie wir das Vorwissen abfragen können. Ich habe jetzt hier mal mit Simple Mind Pro eine Mindmap aufgerufen, eine neue, über die jetzt zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler, wenn sie noch nicht so erfahren sind, vielleicht in den unteren Klassen, tatsächlich auf Zuruf, vielleicht habe ich das auch schon vor, ja, kategorisiert, dass ich zum Beispiel hier schon eintrage Nahrung, so, vielleicht weiß das jemand schon, wovon sich die Erdmännchen ernähren. Dann nehmen wir hier den Lebensraum dazu. Dann haben wir vielleicht die Feinde. Das muss ich natürlich nicht machen. Ich hätte auch ganz freie Äußerungen zulassen können. Aber jetzt nehmen wir hier mal diese Möglichkeit, dass ich das ein bisschen schon gelenkt habe. So, und jetzt können sich die Schülerinnen und Schüler im Prinzip dazu äußern und können schon mal etwas sagen. Zum Beispiel könnte es sein, dass die Erdmännchen ja ganz schön spitze Zähne haben und vielleicht sogar andere Lebewesen essen, zum Beispiel Insekten. So, oder sie vermuten einfach mal, dass sie dort leben, wo es ziemlich warm ist. Der Alltag ist bestimmt aufregend. Weil sie in großen Gruppen leben. Ob die das so genau jetzt schon wissen, das weiß ich natürlich nicht. Was können Feinde sein? Was sind Feinde der Erdmännchen? Große Wildtiere vielleicht. So. Also das wäre eine Möglichkeit, dass das zum Beispiel der Lehrer
dann zentral präsentiert, erstellt auf Zuruf. Vielleicht fällt da noch jemandem was ein. Wenn die Schüler weiter sind, können sie das natürlich auch selbst machen, indem sie in einer kleinen Gruppe ein iPad zur Verfügung gestellt bekommen und dann auch dort ein Mindmap selbst anlegen. Eine andere Möglichkeit, die ich immer ganz gerne nutze dafür, ist natürlich auch so etwas wie Padlet, wo die Schülerinnen und Schüler dann tatsächlich auch gemeinsam an einem Produkt arbeiten können oder an einer Übersicht. Das heißt, sie können hier zum Beispiel einfach ihren ups, Friederike, so, ihren Namen eintragen und sagen, Erdmännchen sind süß. Publish. So, als Moderator kann ich das tatsächlich dann auch verschieben und noch anders zuordnen, je nachdem, welches Layout ich genommen habe. Das kann man also beeinflussen. Auch dort kann ich Regale zum Beispiel einrichten, um die Kategorien deutlich zu machen. Nehmen wir mal jemand anders. Jonas sagt, dass die Erdmännchen auch in seinem Tierpark zu finden sind. Der Tierpark Hamm hat nämlich zum Beispiel auch Erdmännchen. So, und das können die Schüler dann erstmal gemeinsam befüllen und schauen, was sie alle schon über die Tiere wissen. So, danach können wir uns tatsächlich auch mal der Lektüre dann widmen. Und zwar, ja, das Buch im Prinzip durchnehmen. Das ist natürlich, die Gestaltung ist natürlich der jeweiligen Lehrkraft dann überlassen, wie das vonstatten geht. Ist auf jeden Fall ein ganz tolles Buch zum Blättern, mit einzelnen Postkarten noch drin. Das heißt, das Erdmännchen Sunny reist also durch die Weltgeschichte, weil ihm das irgendwie zu Hause mit seiner großen Gruppe so ein bisschen zu eintönig wird und er möchte irgendwie auch noch mal was anderes kennenlernen. Und dann besucht er seine ganzen Verwandten in der ganzen Welt, die Zwergmangusten und was auch immer, und macht da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Mal ist es ihm zu nass, mal ist es ihm zu kalt oder mal gibt es dort Feinde, die er nicht so braucht. Er sammelt also ganz, ganz viele Erfahrungen und letztlich kommt Sunny dann zu der Erkenntnis, dass es zu Hause irgendwie doch am schönsten ist. So, dieses Buch wird also behandelt und dann können wir im Prinzip auch schon starten mit der Buchinterpretation. Das bedeutet, ich habe das so angelegt in der App Keynote, dass ich quasi ein Deckblatt geschaffen habe, dann eine kurze Arbeitsanweisung. Und zwar sieht die vor, dass die jeweiligen Kleingruppen, die Arbeitsgruppen, also immer einen kleinen Zettel, eine Überschrift sozusagen ziehen, mit der sie sich beschäftigen sollen. Diese Überschrift bezieht sich immer auf eine Doppelseite oder einen kleinen Abschnitt eines Buches. Hier sehen wir das zum Beispiel. Die Seiten sehen eigentlich alle gleich aus an der Seite, aber die Überschrift oder die Unterschrift ist immer ein kleines bisschen anders. Bei Sunny zu Hause, Sunnys Familie, Sunny packt den Koffer und so weiter. Da besucht der Onkel Bill. Und die Schüler beschäftigen sich dann mit dieser gezogenen, per Zettel gezogenen Überschrift. Dazu habe ich Ihnen auch etwas bereitgestellt. Auch diese ganzen Vorlagen bekommen Sie im Anschluss oder können Sie gerne dann aus dem geteilten Ordner dann herunterladen. Ich zeige das mal eben, wo wir den. Ups. Getan. So. Das ist die Vorbereitung der einzelnen Schnipsel, die die Schülerinnen und Schüler dann ziehen können. Das bedeutet, wenn sich jetzt zum Beispiel die Gruppe 1 mal der Überschrift Besuch bei Onkel Bill widmet und sie damit zum Beispiel schneller fertig ist als die Gruppe 2, die sich zum Beispiel hier durch den Regenwald kämpft, dann geht die Gruppe 1 einfach wieder an diesen Zettelvorrat, zieht sich den nächsten Schnipsel und bearbeitet schon mal die nächste Folie. Das heißt, ich habe den Vorteil, dass auch wenn die eine Gruppe etwas langsamer arbeitet, die andere Gruppe etwas schneller arbeitet, dass
die ganze Klasse, die ganzen Arbeitsgruppen einfach so lange gemeinsam arbeiten, bis keine Zettel mehr vorliegen. Das heißt, eine Gruppe macht vielleicht hinterher oder gestaltet zwei Seiten dieser Keynote und eine andere Gruppe drei. Oder vielleicht hat eine nächste Gruppe noch ganz viele Möglichkeiten, das ja, oder sieht ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten und schafft nur eine in der Zeit. So, nehmen wir doch mal durch den. Ach hier, das ist doch schön. Das Sumpfburger-Restaurant. So, das nehmen wir uns mal exemplarisch vor. Ich bin jetzt also die Schülergruppe, die das Sumpfburger-Restaurant gezogen hat und schaue dann mal in der Buchvorlage nach, worum es dort noch einmal ging. So, gucken wir mal eben, wo ist die? Da ist das Sumpfburger-Restaurant. So, das heißt, da gibt es Schnecken, Frösche, Regenwürmer, Krustentiere, kleine Reptilien zu essen und so weiter. Und unten drunter steht, Sunny macht sich langsam Sorgen, dass es ihm womöglich nirgendwo gefällt. Also das Sumpfburger-Restaurant ist anscheinend auch nicht so ganz nach seinem Geschmack. So, wie könnte jetzt diese Schülergruppe das Sumpfburger-Restaurant interpretieren? Zu diesem Zweck können jetzt zum Beispiel oder sollen die Schülerinnen und Schüler Greenscreen-Aufnahmen machen. Dazu öffne ich jetzt mal die App Greenscreen. Deswegen sitze ich hier auch schon vor meinem lustigen Hintergrund. Das füllt jetzt zwar nicht so ganz aus, aber man sieht auf jeden Fall schon, hinter mir ist ein, ja, jetzt nicht mehr erkennbar grünes Tuch, was durch diese App gefiltert wird. Bei dieser App ist es so, dass ich drei verschiedene Layer habe. Jetzt nehme ich doch mal eben meine Maus. Hier vorne sehe ich das. Hier ist die Kamera, die mich jetzt gerade filmt, eingetragen. Über diesen Ring habe ich den Hintergrund so optimiert, dass das grüne Tuch genau erfasst wird und verschwindet. So. Na komm. Ach dann, okay. So, dann habe ich den Layer, die Kamera liegt im Vordergrund. Und dann habe ich zwei weitere Layer, die im Hintergrund liegen. Das heißt, ich muss mir natürlich überlegen, wie ich das sinnvollerweise mache. Wenn die Kamera unten ist, ist die Kamera im Hintergrund, dann sieht man mich hinterher nicht mehr. Also Kamera in den Vordergrund und jetzt auf den zweiten Layer nehme ich mal ein Foto dazu. So, da schaue ich mal bei den zuletzt hinzugefügten. Und wähle hier das Regenwaldfoto aus. Das können die Schüler natürlich entweder selbst recherchieren oder aber sie können das natürlich ja, bereitgestellt bekommen, wie auch immer. Sie können auch selbst ein Bild zeichnen von einem Regenwald und das dann abfotografieren. So, ich wähle das mal aus. So, und schon sieht man, ich befinde mich jetzt also gerade hier im Regenwald. Das ist nicht ganz optimal, wie gesagt, weil das nicht so ausfüllt, aber dafür gibt es ja größere Greenscreens, die man in der Schule verwenden kann. So, jetzt ist es so, dass ich ja das Sumpfburger-Restaurant gerade habe und ich gehe jetzt mal hier oben auf Capture Image. Muss ich glaube ich noch einmal rausgehen, das Bild ist gerade stehen geblieben. So, jetzt bin ich wieder beweglich. Ich gehe auf Capture Image. Und tue jetzt mal so, als beiße ich jetzt gerade in einen Burger hinein. Normalerweise müsste jetzt ein Countdown kommen. Ich schaue mal eben. Ah, zu spät. Alles klar. Dann machen wir das einfach nochmal. Discard this image. Es war tatsächlich ein Countdown. Auf die Plätze. Fertig. Los. So, dann, beziehungsweise Save, wir speichern das Bild in der Fotomediathek ab. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Das heißt, dieses Bild muss ja erstmal noch weiter bearbeitet werden. Ich habe also kein großes Repertoire oder keine großartigen Zubehörteile zur Hand gehabt. Ich wähle das Bild aus und kann jetzt über den Bearbeitungsbutton
und hier oben über dieses kleine Stiftsymbol also auch dort hineinzeichnen. So, und dann bin ich doch jetzt mal gespannt, ob ich das jetzt hinkriege, dass ich hier relativ spontan einen Burger zeichnen kann. Dann nehmen wir erstmal einen Braunton für das Brötchen, vielleicht ein bisschen heller, sonst sieht es etwas arg verbacken aus. So, dann starten wir mal, machen mal die obere Hälfte. So. Obere Hälfte vom Burger. So. Dann brauchen wir noch die untere Hälfte. So, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch ein paar Sesamstückchen da reinkriegen. So, das mache ich jetzt gerade mit dem Apple Pencil. Das funktioniert ganz gut, weil ich da meine Hand auch auf das Display legen kann, ohne dass mein Handballen dann etwas zieht. So, was ist auf diesem Burger drauf? Auf dem Burger ist natürlich ein Frosch. So, das ist eigentlich gar nicht so Sunnys Ding. Und schauen wir mal, ob wir den so einigermaßen hinkriegen. Also, ich warne schon mal vor, ich bin auf jeden Fall nicht der große Zeichenkünstler. So. Uiuiui, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, das hätte ich vielleicht vorher üben sollen. Aber egal. So. Das ist ein sehr abstrakter Frosch. Ein Auge kriegt er auf jeden Fall noch. Und noch freut er sich. So. Und dann, ja, was machen wir da noch mit rein? Eine Schnecke. Ich verarbeite wohl die Schnecke. So. So. Okay. Und ansonsten ist es natürlich in dem Regenwald auch noch sehr nass. Also kriegt Sunny auf jeden Fall noch, es gibt auch so lustige kleine Gestelle, die man sich auf den Kopf setzen kann, mit einem Regenschirm obendran. Und dann gibt es jetzt noch einen Regenschirm. So, fertig, wie auch immer. Wenn ich das geschafft habe, drücke ich oben rechts auf Fertig und bestätige dann nochmal mit dem kleinen gelben Pfeil oben rechts in der Ecke, dass ich das Bild speichern müsste. Alles, was in der Fotomediathek gespeichert ist, egal ob das Videoaufnahmen oder Bilder sind, stehen mir in den ganzen Kreativ-Apps anschließend wieder zur Verfügung. So, jetzt hatten wir gesagt, wir befinden uns in Keynote und zwar nicht bei Onkel Bill, sondern im Regenwald. So, und dort drücke ich auf das kleine Plus, um diese Vorlage hier zu ersetzen. Das ist also nur ein Platzhalter und kann dann direkt das Bild, was ich gerade bearbeitet habe, auswählen. Und das passt sich sofort in das Format ein. Das heißt, ich muss es nicht hinter größer, kleiner schieben. Ich habe aber durch einen Doppelklick immer noch die Möglichkeit, eventuell das ein kleines bisschen zu zoomen oder aber innerhalb des Rahmens noch zu verschieben. So, das mache ich jetzt allerdings wieder rückgängig, weil das nicht so schön war. So, jetzt ist es wieder angepasst und ich drücke auf Fertig. So, was fehlt jetzt noch?
Die Schülerinnen und Schüler sollten jetzt noch eine Audiodatei einfügen. Das hier sind Platzhalterbilder sozusagen als Zeichen dafür, dass da das Audio hinkommt. Und dort gibt es auch wieder Differenzierungsmöglichkeiten. Entweder können die Schülerinnen und Schüler das zum Beispiel einfach vorlesen, das Buch, können sich das auch aufteilen, dass sie sich die mit den Sätzen abwechseln oder mit den Abschnitten. Oder aber sie interpretieren das einfach mit eigenen Worten. Oder die nächste Variante wäre natürlich, dass sie sich in die Ich-Position hineinversetzen und einfach mal aus ihrer Perspektive erzählen, wie es Sunny in diesem Moment wohl geht. Okay, ich entscheide mich jetzt mal für die mittlere Version und interpretiere das einfach mit eigenen Worten. Ich gehe oben rechts auf das Plus. Ich möchte also etwas hinzufügen, eine Audioaufnahme. Die wähle ich aus und drücke auf Aufnahme. Sunny findet im Regenwald ein Sumpfburger-Restaurant. Das ist eigentlich gar nicht nach seinem Geschmack. Es gibt ganz merkwürdige Burger und es ist nass und kalt. Hier fühlt sich Sunny nicht wohl. Dann drücke ich oben rechts auf Einfügen und diese Audioaufnahme ist jetzt hier drin gelandet. Ich schiebe die jetzt mal unten auf das vorbereitete Symbol und wenn ich die anklicke, kann ich das auch schon mal Probe hören. Sunny findet im Regenwald ein Sumpfburger-Restaurant. Das ist eigentlich gar nicht nach seinem. Habe ich jetzt mal abgebrochen, dann geht es ein bisschen schneller. Es ist so, dass die Audioaufnahmen immer wieder wiederholt werden können, wenn die Schüler damit nicht zufrieden sind. Und meine Erfahrung zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler das sehr gerne oft aufnehmen, bis sie wirklich selbst damit zufrieden sind mit ihrer Aufnahme. Und das trainiert das Ganze natürlich auch wieder. Kann ich natürlich auch wunderbar im Fremdsprachenbereich einsetzen. Denn die Schülerinnen und Schüler wissen ja, anschließend kriegen das natürlich alle anderen auch zu hören. Und da möchte man sich natürlich nicht blamieren. Also insofern geben sie immer sehr viel Gas, dass sie dort tatsächlich dann auch eine gute Aufnahme abliefern. So, ich trinke mal eben einen Schluck. Okay. Gut, wenn wir das gemacht haben, dann füllen sich also auf die Art und Weise, wie ich das eben erzählt habe, nach und nach diese ganzen Folien. Das heißt, wenn diese Gruppe jetzt fertig ist, geht sie einfach zum Tisch, wo die Zettel wild ausgelegt sind, diese kleinen Schnipsel, zieht sich eine neue Szene und bearbeitet dann zum Beispiel Onkel Bill. Anschließend habe ich die Möglichkeit, diese Präsentation dann abzuspielen. Das heißt, das Audiosymbol verschwindet, deswegen sind eigentlich die kleinen Bilder, die ich da reingebaut habe, eigentlich gar nicht so schön, die könnte man auch noch weglassen. Und wenn ich das zweite Mal tippe, erscheint wieder die Audiodatei. Sunny findet im Regenwald ein Sumpfburger-Restaurant. So, und auf diese Art und Weise kann ich also dann anschließend diese Präsentation abspielen und kann quasi die ganze Geschichte nochmal mit eigenen Worten und mit ja, den Interpretationen der Bilder durch die Schülerinnen und Schüler die Geschichte noch einmal erleben. In Kino gibt es dann auch die Möglichkeit, das ist natürlich für sowas auch spitze, dass ich die Keynote exportieren kann. So, ich gehe mal eben hier auf Exportieren. Und da finde ich auch die Möglichkeit, das Ganze als Film auszugeben. Und das ist natürlich toll, weil dann wirklich die Folien hintereinander weglaufen und immer so lange stehen bleiben, bis die Audiodateien einer einzelnen Folie abgelaufen sind. Also als Film ist das auch eine tolle Geschichte anschließend. Wie gesagt, dadurch haben dann hinterher alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam an einer Datei gearbeitet und haben ein gemeinsames Medienprodukt erstellt. Genau, wenn die Schülerinnen und Schüler natürlich nur einzelne Dateien, einzelne Seiten hier erstellt haben, kann ich immer eine ganze Seite hier herauskopieren, dann mein Vorlagendokument als Lehrer öffnen und diese Folie dann dort hineinfügen. Das heißt, ich fülle dann, ersetze nach und nach in meiner Lehrerdatei diese Folien mit den Beiträgen der Kinder. Das funktioniert auch mit mehreren, indem ich die eine angeklickte Folie gedrückt halte und klicke dann weitere Folien dazu. Auf diese Art und Weise, wenn eine Gruppe also mehrere Folien erstellt hat, kann ich auch mehrere Folien auf einmal kopieren und in meiner Vorlagendatei unter den Präsentationen dann wieder einfügen. Wichtig dabei ist nur, es muss
dieselbe Vorlage sein. Also ich kann keine andere Vorlage dann verwenden. Gut. So, ich hoffe, das konnten Sie soweit nachvollziehen. Ich sehe jetzt leider nicht ganz so viel von den Teilnehmern. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich jetzt einen Daumen hoch oder sowas sehen würde, weil ich jetzt gerade alles vom iPad präsentiere und wunderbar. Applaushände. Ich sehe doch was. Danke. Also, insofern hoffe ich, dass das so weit rübergekommen ist, wie ich mir das gedacht habe. Und wenn dieses Produkt erstellt wurde, habe ich ja vorhin schon in der Übersicht gesagt, dass wir dann anschließend auch ein Lexikon noch erstellen können. Auch das wieder nach dem gleichen Prinzip. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten arbeitsteilig und übernehmen dann Informationen aus FragFin, aus bereitgestellten Informationen, auch ausgedruckten Zetteln. Das kann jeder natürlich machen, wie er möchte. Und dann können diese Vorlagen oder wird dieses Lexikon wieder befüllt und wächst hinterher zu einem Medienprodukt zusammen. So, wie bin ich dazu vorgegangen? Ich habe mir eine Pages-Datei, eine Vorlage genommen. Dazu habe ich die App Pages geöffnet. Drücke hier oben auf das Plus für das Neuerstellen einer Datei und schaue dann einfach mal nach, welche Vorlage mir da am nächsten kommt. Ich habe an der Stelle dann ein Übungsbuch ausgewählt, also ein iBook sozusagen. Dabei würde ich immer empfehlen, im Querformat zu arbeiten, sowohl was Fotos angeht als auch die Dateivorlagen. Denn wenn es hinterher präsentiert wird, der Fernseher hängt auch nicht hochkant und selten sind Beamer auch hochkant ausgerichtet. Also am besten immer ein Querformat. So, ich klicke mal dieses Querformat an. Ich bin ja auch bekennender Kuchenfan, also insofern lockt mich natürlich die Bäckerei. Und ich sehe hier schon, dass in der Vorlage tolle Abschnittsseiten schon vorformatiert sind. Und einzelne Kapitel lassen sich nutzen. Die Vorlage kann ich mir vorstellen, dass ich die gut anpassen kann. Deshalb übernehme ich dann diese Datei. Ansonsten suche ich mir einfach ein anderes Buch aus. Wie das in der Praxis dann aussieht, wir schauen uns nochmal eben hier die Deckseite an. So sah die aus. Und ich habe jetzt in meiner Vorlage, kann man ziemlich gut erkennen, auch hier das Titelblatt. Sieht sehr ähnlich der Vorlage aus. Ich habe die Schriftart zwar geändert, habe ein neues Foto eingefügt, aber das Layout ist im Prinzip geblieben. Das heißt, ich kann mir hiermit die Arbeit deutlich erleichtern, indem ich auf diese Vorlagen zurückgreife und einfach schon ein tolles Layout habe. So, die Seite 2, da habe ich dann einen Abschnitt gestaltet, Heimat und Lebensraum, also auch nur wieder die Schriftart geändert und die entsprechende Überschrift vergeben. Hier habe ich allerdings noch ein Textfeld eingefügt. Dieses hier ist nicht anklick- und verschiebbar. Also die Schüler können da zwar draufklicken, aber da sind so kleine X. Das ist also geschützt, sodass sich das Layout nicht verschiebt. Das Textfeld hier, wo die Schüler ihre Namen eingeben sollen, das ist natürlich. Ups, Caroline wollte ich schreiben. Na, was ist denn da los? Das ist natürlich auswählbar und hier habe ich ein kleines Hinweisschildchen eingefügt. Das finde ich auch einfach unter den Vorlagen. Das heißt, wenn ich solche Sprechblasen als kleine Arbeitshinweise einfügen möchte, dann nehme ich das einfach aus den Vorlagen. Ich gehe auf Plus und dann habe ich hier Formen. Da habe ich so eine Sprechblase dabei. Da kann ich die Ausrichtung ändern. Je nachdem, wohin das Ganze zeigen soll, kann die Größe natürlich auch anpassen und wenn ich doppelklicke, einfach direkt hineinschreiben. Das ist jetzt in eine schwarze Sprechblase gewesen mit weißem Text. Das kann ich aber auch jederzeit ändern. Wenn ich auf den Pinsel hier oben klicke, also ich wähle erst das zu ändernde Objekt aus, gehe auf den Pinsel und hier habe ich eigentlich alle Einstellungsmöglichkeiten. Die Füllung kann ich ändern in ein anderes Format, nehmen wir mal Grau. Ich kann aber auch jede andere erdenkliche Farbe natürlich nehmen. So, hier hatten wir Blau eben drin. Genau. So, und dann kann ich das frei verschieben und wie gesagt die Sprechblase ausrichten, je nachdem, was ich damit machen möchte.
So, das nur ganz kurz als kleiner Exkurs. So, dann habe ich die nächste Seite genommen. Die stammt auch, ach ja, den Hintergrund, die Farbe habe ich natürlich geändert. Die nächste Seite habe ich auch übernommen und habe dort auch wieder bearbeitbare Textfelder eingefügt und Fragen für diese Gruppe, die sich mit Heimat und Lebensraum beschäftigen sollte. Das heißt, anhand meines bereitgestellten Materials möchte ich jetzt von den Schülern wissen, auf welchem Kontinent der Erde leben die Erdmännchen. Und das müssen sie dann natürlich entsprechend entnehmen und hier in das Textfeld dann eintragen. So sieht es bei den anderen Fragen auch aus. Die dritte Seite habe ich nochmal so gestaltet. Da habe ich die Bildvorlagen drin gelassen, damit die Schüler hier diesen Vorteil nutzen können und können einfach auf das kleine Plus gehen, jeweils bei einem Bild, und das durch ein eigenes Bild ersetzen. Das ist dann ganz komfortabel. So, suche passende Bilder aus und beschrifte sie mit einem Schlagwort. Beschreibe die Bilder mit einer Audioaufnahme. Das heißt, hier könnten jetzt zum Beispiel Bilder rein, die dann zeigen, in welchem Lebensraum das Erdmännchen lebt. So, machen wir das mal eben hier in der Mitte, wenn da noch ein Kreis drum war. Foto oder Video auswählen. So, da gucken wir mal. So. Und das ist die, steht auch unten drunter. Das Bild habe ich mir Lizenz oder mit einer Creative Commons Lizenz von Wikimedia Commons besorgt. Und da steht, das ist eine Halbwüste. So. Und jetzt füge ich noch wieder eine Audiodatei ein. Das kann ich hier genauso machen, wie ich das auch eben in Keynote gemacht habe. Ich drücke auf das Plus, wähle den vierten Medienreiter aus hier oben. Das ist, hier waren die Formen, hier ist der Medienreiter. Audio aufnehmen. So. Die Erdmännchen mögen es warm bzw. heiß. Und sie lieben flache Gebiete. Das heißt, es sollte in ihrem Lebensraum, in ihrer Wüste, nicht zu bergig sein. Audioaufnahme stoppen. Gut. Und dann sage ich einfügen. Hier ist meine Audioaufnahme. Und so können die Schüler ein interaktives Lexikon oder ein multimediales Lexikon, sage ich mal, erschaffen, wo sie textliche Antworten eintragen, wo sie aber auch mit ihren eigenen Worten beschreiben, wie Heimat und Lebensraum der Erdmännchen aussehen. So, dann habe ich hier noch zwei weitere Vorlagen, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Wenn ich die nicht benötige, kann ich diese Vorlagenseiten auch zum Beispiel einfach herauslöschen. Für die nächsten Gruppen muss ich mir diese ganze Arbeit der Vorbereitung, tatsächlich hier oben nicht mehr machen, sondern ich kann dort tatsächlich einfach die Seiten kopieren. Das heißt, ich klicke sie jetzt alle nacheinander an, kopiere diese drei Seiten und gehe dann im Dokument, zum Beispiel hier nach unten, hier bei Körperbau, da ist noch nichts dahinter. Da drücke ich jetzt mal auf Einsetzen. So, Heimat und Lebensraum brauchen wir nicht mehr, das hatten wir ja oben schon. Löschen und schon habe ich im Prinzip meine Vorlagen mit Titelblatt, mit diesem Fragenkatalog, der natürlich noch angepasst werden muss, und der Bildervorlage, die ich genauso eins zu eins übernehmen kann. Also durch dieses Kopieren, Copy and Paste, kann ich auf jeden Fall ganz viel Arbeit von mir nehmen, indem ich nur drei Seiten im Prinzip hier ordentlich gestaltet habe und dann ist es tatsächlich Copy and Paste. So, am Ende ist es genau wieder das Gleiche. Ich bekomme von Gruppe 1, bekomme ich drei Seiten zum Lebensraum. Ich kopiere diese drei Seiten in mein eigenes Vorlagendokument hinein, mache dasselbe wieder mit Gruppe 2, mit Gruppe 3, mit Gruppe 4. Und am Ende steht ein großes Medienprodukt, ein multimediales Lexikon, was die Schülerinnen und Schüler selbst erstellt haben. Das Ganze kann ich dann exportieren. In diesem Falle nicht als Film, sondern als EPUB, also als digitales iBook.
Und das ist eigentlich ein übliches Format. Das kann auch auf anderen Betriebssystemen dann anschließend mit einem kostenlosen E-Book-Reader dann gelesen werden. Und auch zu Hause zum Beispiel mal gezeigt werden, was man im Unterricht so gemacht hat. Okay, jetzt schreitet die Zeit mit großen Schritten voran. Das heißt, wir haben jetzt gerade 43 schon. Ich habe also noch 2 Minuten für die digitale Überprüfung. Das schauen wir uns mal eben an, wie das noch vonstatten gehen kann. Und zwar gibt es eine tolle App, die nennt sich Biparcours. Ich gehe mal eben auf meine Präsentation wieder. Ist das nämlich kurz angedeutet, bevor ich das dann nochmal in groß zeige. Und zwar diese App Biparcours ist nur zum Abrufen einer Rallye eigentlich gedacht oder einer Aufgabe oder mehrere, einer Aufgabenfolge, die ich selbst erstellt habe. Ich kann natürlich auch nach fertigen Parcours suchen. So, was ich jetzt hier gemacht habe, ist aber keine Rallye, sondern tatsächlich eine digitale Lernzielkontrolle. Dieses können Sie über diesen QR-Code dann auch tatsächlich abrufen. Ich zeige Ihnen aber mal ganz kurz eben, wie sowas aussehen kann. Das heißt, zum Abrufen benötige ich die App. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler nehmen die App auf ihrem Smartphone, auf einem iPad und können diesen QR-Code scannen und den Parcours durchlaufen. Das Ergebnis bekomme ich hinterher zugeschickt. Die Erstellung des Parcours erfolgt allerdings online. Dazu öffnen wir eine neue Website. Biparcours, ups, verschrieben, biparcours.de. Der Login, achso, das ist natürlich, muss man jetzt dazu sagen, Entschuldigung, wir sind ja im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist eine Serviceleistung des Landes NRW. Eine vergleichbare App, in der man das allerdings auch machen kann, dann ist es leider kostenpflichtig. Das wäre dann die App ActionBound. In der kann ich das im Prinzip genauso nachstellen. Ich logge mich ein mit meinem Account. Der ist aber längst auch, ups, ja, der ist schnell erstellt. Und hier habe ich schon einen Parcours vorbereitet über die Erdmännchen. Da habe ich eine kleine Übersicht. Ich kann ein Titelbild einfügen, eine kleine Beschreibung für die Schülerinnen und Schüler, worum es hier in diesem Parcours geht. Und ich kann Rahmenbedingungen festlegen. Ist es ein Parcours, der mit mehreren gemacht wird, also ein Gruppenparcours, oder soll es ein Einzelparcours sein? Beim Gruppenparcours geben die Schülerinnen und Schüler dann auch ihre Namen jeweils ein. Also hier natürlich auch, aber nur einen. Ich kann es als öffentlichen Parcours starten, ich kann es aber auch als geheimen Parcours nehmen, sodass nur jemand, der den QR-Code oder den Link besitzt, diesen Parcours finden kann. Und ich habe hier noch eine tolle Möglichkeit in der Bereitstellung hinterher. So, zeige ich schon mal eben, wenn ich den veröffentliche. Dann kann ich auch diesen Link kopieren, der automatisch erstellt wird. Copy-Bound. Das bedeutet, wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen diesen Link zukommen lasse, können sie diesen Parcours in ihren eigenen Account importieren und können den dort nach eigenen Wünschen umgestalten und dann auch benutzen. So, der Inhalt ist relativ einfach erstellt. Auch hier haben wir wieder Plus hinzufügen, bearbeiten und weiter geht's. Teilen, exportieren. Das heißt, ich habe hier oben als allererstes einen Abschnitt erstellt. Das funktioniert immer über das Plus. Das heißt, ich gehe kontinuierlich nach unten weiter. Ich gehe jetzt einfach mal ganz nach unten. Hier habe ich zum Beispiel schon eine Information drin. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Geschichte der Literaturvorlage. Post vom Erdmännchen. So, jetzt gehe ich weiter nach unten, bis ich da nichts mehr finde. Genau. Und hier möchte ich jetzt noch was Neues anfügen. Ich gehe auf Plus. Wie gesagt, das sieht immer gleich aus. An der Seite sehe ich das, was mir zur Verfügung steht. Ich kann den Schülern nur eine Information geben. Das kann auch eine Audiodatei sein, die ich selbst einspreche, hochlade oder ein kleines Video als Input. Ich kann eine Frage stellen, eine Aufgabe stellen oder einen Ort finden lassen. Da muss ich aber natürlich schauen, ob auch die GPS-Daten dann erkannt werden. So, ich nehme eine Aufgabe und hier steht schon, ach ja, genau, das hatten wir im Prinzip in der Interpretation, macht
ein Selfie von euch und einem Erdmännchen. Nutzt hierzu erneut die App Green Screen. So, und dann muss ich die Antwortmöglichkeit noch angeben. Und zwar nehme ich dann Bild Upload. So, das heißt, entweder können die Schüler etwas eintippen oder in diesem Falle sollen sie natürlich ein Bild hochladen. Hinzufügen und schon ist meine Aufgabe diesem Parcours hinzugefügt und lässt sich genauso auch wieder abrufen. Okay, so dann wechsle ich mal wieder zu meiner Präsentation. Da ist es so, wenn ich das jetzt mal abspiele, dass dieser rechte Bereich anschließend tatsächlich so, wie es da zu sehen ist, mit einem kleinen QR-Code, mit dem Titelbild und der Kurzanleitung, ich muss die App anklicken und den QR-Code scannen, das kann ich mir immer in Biparcours oder Actionbound dann halt generieren. Das heißt, das bekomme ich auf Klick, bekomme ich das zugestellt sozusagen und kann das dann an meine Schülerinnen und Schüler weiterleiten. So, genau. Ja, damit bin ich im Prinzip am Ende meiner Reihe angekommen. Ein bisschen über eine Dreiviertelstunde hinaus, aber wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Als nächstes möchte ich Ihnen aber auf jeden Fall noch ein paar Vorlagedateien. Dankeschön, Klatschhände sehe ich. Vielen Dank. Einen Dateiordner oder zur Verfügung stellen, wo ich diese Vorlagen hineingelegt habe. Die können Sie natürlich selbst dann auch einfach für sich verwenden oder mal schauen, wie ich das angelegt habe. Das passt ja gerne jeder so an, wie er auch mag. Ansonsten weise ich natürlich nochmal auf die gesammelten Aufzeichnungen hin, die nach und nach entstehen. Das heißt, das landet jetzt nicht sofort in YouTube, aber über diesen QR-Code können Sie auf jeden Fall dorthin kommen. In dem geteilten Ordner finden Sie aber auch Teile dieser Präsentation wieder. Das heißt, auch die anderen QR-Codes sind dann mit dabei, sodass Sie Hinweise auf den YouTube-Kanal, auf das Programmieren und Richten finden. Und jeder kann kreativ sein. Eine tolle Bücherserie für weitere Anregungen, die Sie sich dort gern holen können. Musik, Zeichnen, Videoaufnahmen. Künstlerische Gestaltung, alles Mögliche und natürlich das Apple Teacher Program. So, ich rufe gleich nochmal den QR-Code vom geteilten Ordner auf, falls das jetzt gerade zu schnell ging. Also Sie können mit einem zweiten Endgerät, können Sie den dann nochmal scannen. Im Anschluss haben Sie noch die Möglichkeit, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn Sie Ihr Feedback zu meinen Anregungen abgeben. Das heißt, Sie können den Kurs dann abschließen. Daraufhin öffnet sich in dem Account der Bildungswochen die Umfrage. Die ist innerhalb einer Minute beantwortet und gibt uns natürlich immer einen guten Aufschluss darüber, wie unsere Inhalte angekommen sind. Damit bedanke ich mich ganz herzlich. Wer mich direkt kontaktieren möchte, kann das natürlich auch gerne über die unten eingeblendete E-Mail-Adresse tun, grote.apls, also Apple Professional Learning Specialist, at icloud.com. Ja, würde mich freuen und vielen Dank. Ich sehe wieder Daumen hoch und Klatschhände, das freut mich natürlich am meisten. Damit würde ich jetzt noch mal einmal zurück an meinen Support im Hintergrund geben und mal hören. Hier ist noch mal der geteilte Dateiordner. Auf welche Fragen wir gegebenenfalls jetzt noch eingehen können am Schluss. Ja, da sind tatsächlich ein paar Fragen gekommen. Es hat die Leute brennend nochmal interessiert, wie genau die Greenscreen-App hieß zum Beispiel. Ah, okay, ja. Das ist die App Greenscreen by DoInc. Ich suche noch mal eben die Folie, wo das Symbol auch mit drauf ist. So, und zwar sieht man hier diese lustige Krake, die ist tatsächlich ganz einfach zu bedienen, die App. Sie hat einen Vorteil, wenn ich so mit Fotos arbeite, wie ich das gerade getan habe,
Ansonsten kann man mittlerweile, und im Bild sieht man es ja auch nochmal, die Medienberatungskollegin steht gerade vor der Greenscreen-Wand und auf dem iPad ist dann der Big Ben zu sehen. Mittlerweile kann ich auch wunderbar Videos zum Beispiel mit iMovie machen, Greenscreen-Videos. Die Funktion ist auch eingebaut. Allerdings ist es mit den Fotos tatsächlich über diese Alternativ-App noch ein bisschen praktischer, weil ich dann sofort sehe, wie das Bild aufeinander reagiert oder wie ich mich ausrichte. Ja. Super, da hast du auch schon eine weitere Frage beantwortet, nämlich mit iMovie. Dann, was auch noch mal sehr häufig vorkam, war die Frage, wie du denn in Keynote es machen kannst, dass alle Schüler am selben Dokument arbeiten oder ob du es, wie du es ja auch selber in deiner Präsentation schon erklärt hast, auch im Nachhinein dann einfach in die Lehrer Folien reinkopierst. Ja, genau. Dann gehe ich noch mal eben zurück in Keynote. So, das trifft auf die Pages oder auf das Pages-Dokument dann gleichermaßen zu. Die erste Möglichkeit, die ich habe, je nachdem, wie die iPads eingerichtet sind. Wenn ich natürlich personalisierte oder geteilte Schüler-iPads habe, für die tatsächlich eine Shared Apple-ID für jeden Schüler bereitgestellt ist, dann kann ich über dieses Symbol hier oben rechts gehen, hinzufügen und kann dort tatsächlich dann Einladungen versenden oder gezielt mit anderen Schülern zusammenarbeiten. Das setzt allerdings, wie gesagt, eingetragene Accounts an den iPads voraus, da das häufig, wenn ich nicht gerade eine 1:1-Ausstattung habe, nicht der Fall ist, geht es dann über diese Möglichkeit, die ich eben schon hatte. Ich öffne eine oder meine oder die Schülerdatei hier zum Beispiel, die bekomme ich per AirDrop dann oder über die Classroom-App zugestellt. Auch das können wir ja mal eben simulieren. Das heißt, ich gehe hier oben auf die drei Punkte, sage teilen und ich würde dann über AirDrop dem Lehrer hier zum Beispiel diese Datei zuschicken als Schüler. So, dann öffne ich das und sehe, diese Gruppe hat hier diese Folie vorbereitet. Dann gehe ich da drauf, ein zweites Mal, dann öffnet sich diese Optionsleiste, kopiere das Ganze und wechsle dann zum Beispiel in meine Präsentation hinein, also in meine Vorlagenpräsentation. Das ist jetzt dieselbe, die ich geöffnet habe. Gehe an die entsprechende Stelle und sage einsetzen. Und das muss ich mit den anderen Dateien auch machen, hat sich aber in der Praxis als nicht so ein großes Hindernis herausgestellt, also es ist relativ schnell gemacht. Super. Eine Frage können wir ja noch machen. Du hattest ja in der Keynote Textfelder, die von den Schülern nicht mehr verschoben werden konnten Ja. oder können. Könntest du noch mal zeigen, wie du das machst oder wie du das erstellst? Genau. Das ist natürlich nicht auf immer und ewig, aber es verhindert ein erstes, also wenn die Schüler damit arbeiten. Ich habe natürlich hier ganz rechts oben, habe ich auch immer die Möglichkeit, mir ein Dokument nur anzugucken, aber dann kann ich natürlich nichts eintragen. So, sobald ich auf Bearbeiten gehe, könnte es natürlich passieren, dass die Schüler auch beiläufig auf solche Objekte kommen und die dann kunterbunt in der Gegend rumschieben. Damit das nicht passiert, ich nehme jetzt einfach mal dieses Textfeld hier, wo die Schüler sich ja eingetragen haben. Das heißt, wenn ich jetzt wollte, dass das nicht auswählbar und nicht bearbeitbar oder verschiebbar ist, hier, das kann ich jetzt, ups, ich mache das mal eben, dass ich das mal einmal mit der Maus geht's nicht. Ich verschiebe es mal mit dem Finger. Ja, will er jetzt nicht. So, jetzt, ne? So, ich kann das verschieben. Wenn ich das nicht möchte, markiere ich dieses Feld. Gehe dann auf den Pinsel, dort finde ich alle Bearbeitungsmöglichkeiten, also fast alle. Gehe auf den dritten Reiter anordnen und sage Schützen. Und damit ist dieses Feld nicht mehr verschiebbar. Und genauso kann ich es allerdings auch wieder zurücknehmen. Ich gehe auf den Pinsel und sage Schutz aufheben. Das ist also nichts, was die Schüler jetzt nicht umgehen könnten, aber es verhindert zumindest im ersten Moment, dass alles durcheinander geschoben wird. Super. Jetzt noch eine zweiteilige Frage bzw. Aussage.
Könntest du noch mal die QR-Codes einblenden? Und es kam jetzt vermehrt vor, dass Leute gesagt haben, dass beim Scannen des QR-Codes, zum Beispiel Materialien zum Kurs, erscheint Objekt nicht verfügbar. Der Eigentümer teilt die Datei nicht mehr oder du bist nicht berechtigt, sie zu öffnen. Oh, das wäre nicht so schön. Aber ich gucke mal direkt eben nach, genau. So. Das schauen wir uns mal eben an. Ich schaue mal eben auf meinem Rechner nach. An sich habe ich die bitte noch einmal probieren. Vielleicht kann noch jemand eben mal schauen, ob es funktioniert. Ich schaue mal eben nach, wie die Optionen sind für den geteilten Ordner. Da zeigt jemand den Daumen hoch. Also es ist ein geteilter Apple-Ordner, also ein iCloud-Ordner. Da geht es leider nicht bei jemandem. So, dann machen wir es doch einfach nochmal anders. Ich kopiere mal eben den Ordner-Link. So, Link kopieren. Und gebe den dann einfach gerne nochmal in den Chat hinein. Dann sollte er eigentlich hoffentlich verfügbar sein. So, da ist er. Super. Ansonsten gibt es ja auch hier unten noch meine E-Mail-Adresse. Wo es nicht funktioniert hat, dann schicke ich gerne nochmal was zu. Das ist auch kein Problem.